Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin zurück in Oldtimer. Nein, ich hab's nicht vergessen. Ich spiele das ja weiter. Weil das einfach ein wunderschöner alter Klassiker ist. Oh, ich da muss da denken, die Schublade nicht aufzumachen. Was haben wir zuletzt gemacht? Ich hab's vergessen. Achso, wir sind dabei, die Produktion aufzubauen für unser erstes Auto. Und wenn ich das richtig sehe, sind die schon am Forschen? Die forschen schon ein. Aber ich glaube, ich habe erst einen Ingenieur eingestellt. Das ist aber nicht so tragisch. Ich muss ja ein bisschen Geld wenigstens am Anfang sparen, um schnell reinzugehen. Dann drücken wir mal Ende Runde. Noch der Construction? Ehrlich? Okay, noch 20 Tage geschlossen. Okay. Jetzt, ach, hatte ich die schon eingestellt? Nee. Tatsache. Nee, hatte ich nicht. Doch, hatte ich. Ich hatte die 130 schon eingestellt. So. Staff Data, Information, Print 13. Weitere 18 Tage geschlossen. Mann. Naja, wie weit seid ihr mit der Forschung? Ja, er kommt ja großartig voran. Ja, ist nicht so wichtig. Ist nicht so schlimm. Wir gucken mal kurz ins Warenhaus. Zeig mir mal kurz die Vorräte. Ja, wir haben einiges da. Das kann mal funktionieren. So, Ende der Runde. Und jetzt müsste das doch jetzt eigentlich... Jetzt geht's ab. Also, die Kosten sind 1289 pro Fahrzeug. Gut. Und sie produzieren 17 Stück im Monat. Kommt das hin? Sehen wir gleich. Zeigen wir mal. Bis jetzt haben sie noch nichts hergestellt. Am Ende der Runde. Jetzt haben sie 6 Stück hergestellt. Ne, ist nicht so schlimm. Jetzt schalten wir erstmal. Moment, sind Bestellungen schon da? Nee, oder? Ach, hab ich geguckt. On the orders. Ja, sind schon da aus Italien. Oh, und zwar sogar eine ganze Menge. Das sind die aus dem September. Moment, vom 30. September. Vom 31. Oktober. Okay, dann nehmen wir erstmal die vom September. Und dann verkaufen wir was. Wie ist der Preis von 1600? Was habe ich da für Preis eingestellt? Ne, ich habe 2000 eingestellt. Und 4 Stück wurden bestellt. Die ist nach die für 2000. Warum haben sie die anderen billiger gekriegt? Okay. Hab ich irgendwelche Rabatte eingestellt? Apropos, das können wir mal kürzen. Nee, ich hatte gar keinen eingestellt. Okay. Naja, egal. So, wie viel habt ihr jetzt mal hergestellt? 17. Ah, wunderbar. Jetzt können wir nicht mal die ganzen Bestellungen bearbeiten. Trotzdem, also sobald wir genug Kohle zusammen haben wieder, damit wir uns eine Fabrik leisten können, können wir unsere Produktion mal ausweiten.
Wir sind nicht ganz schön hinterher mit dem Ausliefern und wir müssen unsere Produktion steigern, ausweiten. Ist immer schade, wenn sowas ohne Musik spielen muss. Aber will man machen. Ich will ja keinen Ärger bekommen. Ah, wunderbar. Die Preisverleihung für den erfolgreichsten Fahrzeug, das dürfen wir nicht sein. Wir haben ja ziemlich lange gebraucht. Ja, wir waren es nicht. Ich weiß übrigens gerade auch gar nicht aus, wenn ich meine Firma heiße. Ich glaube, wir sind Max, oder? Genau, wir haben den zweiten Platz herum. Schön. Machen wir weiter Verkäufe. Warum wurden da so wenig nur produziert? Moment, gibt es Nachrichten? Gibt es keine Nachrichten? Ja klar, das ist Mailand. Bankverbindlichkeiten sind bei 14%. Der Zeit, dass wir die bald abbezahlen. 42 Fahrzeuge haben sie jetzt verkauft. Schön. Warum war das so wenig, du im Plan? Was? 37. Ah ja, okay. Müssen wir bald nachbestellen. Moment. Das können wir mal nachbestellen, das stimmt schon, hat er nicht Unrecht. Ach so, weil wir jetzt nicht liefern konnten oder was, wurden einige zurückgezogen. Verkaufen wir erstmal die für die 2000. Und dann gehen wir an die für 1600, warum nicht mehr gewinne. Bevor die nicht storniert werden, die für 2000. So, jetzt gehen wir bei der Bank mal das Geld zurück, um den Zins zu sparen. Ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass die Rückzahlung von der Bank denen sich Probleme machen könnten. Das ist jetzt schlecht. Also doch wieder zur Bank. Ach ja. Ja, ich weiß, dass die Lieferengpässe weil die Produktion etwas ausweiten könnten vielleicht.
wir hinken halt hinterher. Das ist halt extrem ärgerlich, aber es will nicht machen. Oh, 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 oh. Da muss ich dran denken. Ja, ist auch okay. Wunderbar. Ja, das passt soweit. Moment, hatte ich schon? Ne, hatte ich schon nicht. Oh, jetzt gehen natürlich auch die Bestellungen zurück, weil ich ganz nicht gescheit liefern konnte. Hä, wieso denn nur noch 14? Was ist da los? Ne, das passt soweit. Ja, am besten ist natürlich, wenn ich den Krempel selber herstellen könnte, dann könnte ich noch Geld sparen. Apropos, wie geht's denn hier eigentlich voran? Ich meine 12%, dafür, dass der, glaube ich, ganz allein daran rumbasteln muss. Könnten wir wirklich mal noch einen Ingenieur einstellen oder zwei. Ja, drei Stück lang. Nicht übertreiben. So, kurz nochmal checken. Jetzt haben wir 107 Stück davon verkauft. Mensch, schiebe ich die da auch rein? Scheinbar wird das automatisch dann irgendwie zugewiesen, die Ingenieure. Also es ist natürlich nicht schlecht, wenn wir das recht zügig erforschen könnten, dann könnten wir nicht anfangen, Teileproduktion zu etablieren. Oh, das sind eigentlich schon Bestellungen. Denn jetzt schon wieder los? Warum kann ich denn jetzt wieder nicht liefern? Streiken die etwa? Nee. Alles gut. Die ist noch an der Construction. Wie lange noch? Okay, aber da können wir bald aufnehmen, die Produktion. Da können wir schon mal die Jungs einstellen. Noch 11 Tage. Ja, wir bewegen uns immer so ein bisschen hart an der Grenze. Ja, ist schon gut. So, jetzt müssen wir aber auch dafür sorgen, dass sie genug Teile bekommen.
Und dann schauen wir uns an, was die Ingenieure machen, dann mache ich den nächsten Cut. Weil dann sind schon wieder genug Minuten vorbei und ja. Mache ich denn überhaupt mit den, wenn ich für 1600 verkaufe? Ja gut, ein bisschen Überschuss macht man da noch. Genau, Ingenieure und dann Cut. Also soweit sind sie schon mal. Wir könnten eigentlich aber auch schon mal... Nee, halt. Doch. So. Mensch, hast du tolle Vorstellungen, wie das aussehen könnte. Oder von mir aus. Nimm mir The Black Beauty. Gut. Aber dann, ach so, so verteilen wir quasi die Leute da drauf. Okay, dann stellen wir jetzt noch 2, 3 Ingenieure ein. Apropos, wie sieht es eigentlich aus? Ich beschäftige jetzt 260 Arbeiter und 4 Ingenieure. Boah. Boah, wollen wir aufgebracht werden, gell? Vielleicht soll ich den Preis noch ein bisschen hochsetzen von dem Auto. Ja, eine Runde geht noch. Ja, ja. Die sind ja jetzt wahrscheinlich hier automatisch drin. So, ist jetzt ja schwer zu sagen. So, ja, ach, das sind ja immer so komische Sprünge in diesem Monat. Naja, naja, das werden wir sehen alles. So, dann mache ich jetzt aber den Cut und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss.